Hallo zusammen, mein Name ist FitzFuchs und ihr seid wieder bei Let's Fuchs mit Overwatch. Ja, letztes Mal gab es einen Sieg, eine Niederlage, war ausgeglichen, aber gerade das letzte Spiel hat mich ein klein wenig gefrustet, deswegen machen wir direkt weiter. Die nächste Aufnahme, die ihr dann jetzt erst einen Tag später sehen könnt, oder wenn ihr das später guckt und dann nochmal die Playlist durchmacht, wahrscheinlich direkt hinterher. Aber ja. Geht direkt los, Kings Row. Sehr schön. Wir sind am Verteidigen und ich bin hier für meinen. Jetzt will ich es nochmal lesen. Orisa. So. Haben wir einen Junkrat mit dabei. Die Kira nimmt den. Darf auch diesmal nicht vergessen, die Szene gleich zu wechseln. Ah, und noch eine Mercy. Das ist doch ein nettes Team. Wollte ich switchen. Und dann hat mich das wieder ins Vollbild gehauen. Dann habe ich geschossen, statt die Szene zu wechseln. Egal. Jetzt haben wir sie gewechselt und machen uns mal auf den Weg Richtung Verteidigung. Ja, also hier, Orisa habe ich gestern, als ich die ganzen anderen aufgenommen habe, wirklich mein Herz geschlossen. Ich finde das ziemlich übel mit dem Schild, das kaum Cooldown hat. Finde ich. Wir haben jetzt hier keinen zweiten Tank, also hier Reinhardt mit seinem Schild noch dazu. Die zwei Schilder und da hinten dran ein Bastion, was auch eine harte Taktik ist. Da sieht man in der Regel kein Land. Ja. Hat man ja vorne dran in der Aufnahme gesehen, wer die geguckt hat. Nummer 11 war das, glaube ich. Da haben sie es genau so gemacht und da musste ich dann switchen auf Pharah, um da überhaupt halbwegs durchzukommen. Dass wir da halbwegs durchkommen. Ja, das muss ich mir noch die Fahne schreiben. Das ist doch sehr weit vorne dran, weil der geht dahin, wo er hinzielt. Ja, warum sieht denn keiner? Hätte auch ich sehen können eigentlich. Der nervt uns da gut, der Soldier, und hat mich natürlich abrasiert. Wir haben keine. Wie heißt sie? Fällt mir gar kein Name. Ja. Ja, die Ägypterin mit dem Portal. Ihr wisst, wen ich meine. Symmetra. Oh, sehr schöner Ulti. Ich hab's versucht, ich habe es versucht. Ich muss den auch noch besser lernen. Definitiv. Da hätten wir besser verteidigen können, besser verteidigen müssen am Anfang. Definitiv. Was nicht heißt, dass es jetzt schon gelaufen ist, aber wie sieht es mir mit Premates aus? Boah. Gerade ebenso gemeckert und jetzt 2 und 3. Also, muss natürlich nicht der Grund sein, warum wir so auf den Sack bekommen, aber. Ich finde es sehr angenehm, wie viel Munition der Kollege einfach hat. Barrier activated. Cease your resistance.
Sag mal, der ist da wieder auf Droge da. Ja, ich sag's immer wieder, knallt dem Reinhard sein Schild runter. Das macht den dann um einiges hilfloser, nutzloser, den Charakter. Das war unsere Mercy und die gegnerische Mercy hat gerade alle wiederbelebt. Und dann haben sie noch einen Ulti drin vom Lucio. Dass er den Punkt jetzt holen, war eigentlich abzusehen. Ich hier jetzt sterbe gegen 4. Oh, verdammt. Ja, da haben sie ihre Ultis sehr gut getimed. Ja, Leute, mehr kämpfen, weniger Spray-Logos. Ist ja schön, dass sie das machen, aber... Ja, das Gummibällchen auf Speed, wie immer. Er macht das echt gut. Das muss man ihm lassen. Auch wenn ich ihn nicht mag, weil er gegen mich spielt, aber... Da kommt er jetzt nämlich von hinten. Und wird uns nerven. Ist der schon wieder hinter uns? Nein. 2 Minuten, das zu halten hier. Es wird hart, besonders weil ja, der Genji halt einfach alles richtig macht. Oh, das klingt mir auch wieder nach, wir kombinieren Ultis auch. Okay, ich bin zwar gestorben, aber der hat mich an eine sehr gute Position geschubst. Nämlich, ich konnte die gegnerische Mercy aufs Korn nehmen. Das hat aber wahrscheinlich nicht viel gebracht, wenn ich das so sehe. Seconds, das ist Death Bar. Sagte er und starb. Ich soll jetzt kein Ulti für mich verschwenden dafür, falls er ihn ready hätte. System restart initialized. 2 umkämpft. Hartes Spiel. Wirklich hart, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Nein, wir müssen es dann immer noch schaffen, reinzukommen. Ja, so 2, 3 Verzweiflungstaten am Schluss noch.
In der Hoffnung, man kann es halten, die Verlängerung. Aber nein. Ja, jetzt müssen wir es besser machen. Ich bin mal zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Heilung machen. Nein. Wobei Doppelheilung wäre, glaube ich, echt nicht schlecht. Gehen wir mal auf Lucio. Zwei Tanks, zwei Heiler, zwei Damage Dealer. Wenn dieser, wie heißt der hier? Ja. Wenn es jemand aussprechen kann, bitte als Lautschrift unten in die Kommentare. Also wenn der seinen Job gut macht als Soldier und schön flankiert, ob ich es auch gerne auf der Map versuche, dann bin ich hier zuversichtlich, dass wir durchkommen. Zumindest beim ersten Punkt. Und dann, ja, beim zweiten, wie gesagt, kurze Respawn-Wege, habt ihr ja gesehen, die hatten wir ja auch gerade, den Vorteil. Und dann ist es da schwierig reinzukommen. King's Row am Schluss. Alternative Wege hier als Heiler zu nutzen. Glaube ich nicht so entscheidend gerade. Okay. Die defen schon direkt weit vorne. Gegnerischen Team ist doch kaum einer gestorben. Es wundert mich, dass wir gerade so leicht zumindest mal auf den Punkt kommen. Schöner Ulti. Wirklich sehr schöner Ulti. Waren auch ein paar schöne Kills dabei, wenn wir jetzt noch Mercy erwischen. Ha, es läuft, es läuft. Klar nicht vor dem Abend loben, aber den ersten Punkt zu holen, da darf er sich zu Recht freuen. Hat einen guten Job gemacht hier. Unser Reinhard. Kann man eine Hell's Bells einspielen? Oder From Whom the Bell Tolls? Gerade gepasst. Wobei, da gibt es wieder rechte Probleme und das Video kriegt Probleme beim Hochladen. Also nein, denkt's euch einfach das Lied. Oder spielt's euch selbst ein, wenn ihr es kennt und mögt. Ja, ich hebe den Ulti bewusst auf. Bewusst für Schlüsselstellen. Ich glaube, das ist nicht unser Rat, oder? Nein. Ja, da hätte ich doch den Ulti zünden sollen. Ich, Heinz, predige es so oft. Es hätte nämlich beide Heiler gerettet. Ja, also willkommen bei einer neuen Folge, wie man es nicht macht. Da bin ich doch als Negativbeispiel immerhin noch gut zu gebrauchen. Oh Mann. So viel. Ja, und dass ich da jetzt auch reinrenne, obwohl mein Team tot ist, ist genauso bescheuert. Das predige ich auch immer. Da hat Tracer das sehr schön gemacht. Drei Stück weggegrillt. Ja, da sind wir so durchgekommen. Wunderbar. Müsste vielleicht sogar reichen, dass wir direkt den nächsten Punkt einnehmen. Und dann haben wir
gut Zeit, den Sack hier zuzumachen. Da würde ich nicht nein sagen. Jetzt tut denen ihre Mercy aber wirklich doof spielen, weil man hat es am Ton noch gehört. Ich habe gedrückt. Er hat auch angesetzt, aber hat mich vorher gekillt. Ich hoffe, man hat das Husten nicht zu laut gehört. Ich habe mich immer gemutet. Immer noch ein klein wenig erkältet. Aber jetzt, oder? Unser Reiter hat wieder abgeht. Aber das gegnerische Team defft sehr gut. Er hat Ulti an und ist so low. Ah, ich mag ihn nicht. Er macht es echt gut, das gegnerische Soldier. Ja, und ihr merkt's. Wie ich bereits schon mehrfach erwähnte, es ist hier einfach hart reinzukommen. Sehr kurze Respawn-Wege für die Verteidiger. Das macht King's Row einfach aus, gerade der Schluss. Ich weiß nicht, ob das so klug war, was der da gerade gemacht hat. War, na, okay. Na, immerhin, der Mercy Ulti ist weg. Für das erste Mal wieder. Ist einer hinter uns? Nein. Au. Kriegst den Hammer ab vom Reinhard. So, aber jetzt bitte. Da rollt ein Rad. Kriegen wir das? Ha, Junkrat hat mich erwischt. Kommt schon! Viele sind tot. Das könnte es doch sein. Ja, ach, das freut mich. Aber der Lucy-Ulti von mir günstig gesetzt. Oh, mein Team hat es gut umgesetzt. Die Tasse. Hoch damit zum Sieg. Oh, schöner Skin, by the way. Ah, ich kann mal die Ansicht wieder wechseln. Dann sieht man das besser. Na, das war der Punkt, wo sie vorhin rein sind. Ja, unser Mercy hat einen guten Job gemacht. Wobei Tracer auch. Uns die Punkte noch an. Wenig Punkte gab es. Wird's auch, glaube ich, keine Kiste mehr für die Runde, was? Ja, ich komme meiner goldenen Waffe immer näher. Ich wüsste auch gar nicht, welche ich mir jetzt holen würde. Wenn ich so viel hätte. Ja, die wollen in der Gruppe bleiben. Haben abgebrochen? Nee. Dann lassen wir das. Ja. Super, direkt das nächste. Ich möchte auch gerne wieder hoch in den Punkten. Das wäre nett.
kämpfe auch aktuell mit immer wieder schwankenden Farbproblemen, was die Webcam angeht. Ja, neue Webcam habe ich im Auge. Es gab jetzt aber, wo ich das Video gerade aufzeichne, gab es das neue Windows 10 Creators Update und das habe ich bewusst noch nicht installiert. Ich kriege immer die Meldung. Ich klicke immer auf Nö später, weil da gibt es einfach noch viele Probleme mit Programmen, unter anderem auch OBS Studio, was ich nutze. Und auch Webcam-Treiber-Probleme gibt es. Und neue Webcam, die ich mir holen wollte, hat damit auch noch Probleme. Bin ich ein bisschen am Schwanken, was ich da mache. Deswegen, ja, bleibt es erstmal so. Verteidigung. Ja, Verteidigung, mein neuer Liebling hier. Orisa, komm. Ist es eine gelieft? Nein. Direkt schon, wo es losgeht. Auch das ist bitter. Kann man nicht mal mehr sauer sein. Also, ich bin es trotzdem, aber. Wechsel mal die Ansicht. Dieses gerade Spieler hat reingespielt. Ah! Okay. Nette Mechanik. Weil der direkt raus ist, bevor es losgeht. Da haben wir da keinen Nachteil. Das erste Mal, wo ich das hab. Feine Sache, weil ja, das wäre wahrscheinlich nach hinten losgegangen. Aber ich hätte Bock auf die Map gehabt. Egal. Neue Map, neues Glück. Oasis. Sonst eigentlich eine Band hier in der Map. Wieso auch nicht? Wir sind im Angriff. Joa. Dabei angreifen. Versuche ich mich mal an Steinhardt. Ach, Ansichten switchen. Genau. Können wir ja was kaputt machen? Hm, nicht wirklich. Na, geht eh schon los. Als Heilung haben wir nur Mercy. Okay. Da war mein Plan, die Mercy zu erwischen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ein Lucio. Sehr schön. Beide Heiler erwischt. Und trotzdem killt der letzte uns. Ah, verdammt. Freut man sich. Und dann, wie gewonnen, so zerronnen. Ja, hat ja auch noch nicht gesehen, ein Lucio kriegt Verstärkung von der Mercy, weil auch sonst einfach keiner mehr da war. Ich bin hier auf verlorenem Posten. Ja. Der Hook natürlich. Hätte ich wieder mehr aufs Team warten sollen. Also auch wieder ein Negativbeispiel heute. Vielleicht erwischen wir da einen. Nein. Ja. Jetzt erst Multi-Ready. Schade. Wobei, was machen wir da eigentlich am Rand? Oder was mache ich da am Rand? Ich habe mich da irgendwie drauf eingelassen, weil sie da alle gerade waren. Hm. Egal. Jetzt mehr zum Punkt. Ulti rein. Bisschen was umhauen.
Trollen die uns jetzt schon am Spawn? Nein. Offensichtlich. Nix die. Einen hat er erwischt. Helden sterben nicht. Ich noch mal weggehüpft. Hat aber auch eine Mercy im Rücken. Die wir partout nicht umkriegen. Okay, da haben wir einen Punkt nochmal. Jetzt halten und einfach nicht zu viel wollen. Das wäre nett. Ich schreib's denen mal, weil wenn die jetzt einfach zu viel wollen, wie ich schon erwähnt habe, dann und doof sterben. Ja, lasst euch doch da auf nix ein. Das ist doch einfach schade, weil jetzt fehlen uns zwei wichtige Leute. Das war besser. Hat besser geklappt als gedacht. Ich dachte schon, der Charge geht nach hinten los. Hab ich da wen? Ah, sehr schön. Jetzt wollte aber ich zu viel. Wen habe ich denn gegrillt? Sieht man das noch? Genji, glaube ich, ne? Ja, Genji. Heiler wäre mir lieber gewesen. Hat unsere Mercy eigentlich nie Ulti ready? By the way. Oh nein, den ja Winston ist enraged. Das ist nicht gut. Kann ich den chargen, wenn der enraged ist? Nicht wirklich. Nein, nein, da bin ich mit dran schuld, weil ich da rausgecharged bin. Wollte ich auch zu viel. Ja, sie haben ihn schon wieder. Wenn das jetzt ausläuft, dann haben wir Pech. War jetzt praktisch der Charge. Ja, da bin ich jetzt auch noch vom Bunk gegangen, aber da waren eh schon alle weg. Ja, hat recht. Punkt verlassen. Sieht's denn aus vom Setup? Lassen wir es mal so. Wobei, Winston haben wir ja, ne? Ich guck mir das mal an jetzt noch. Und nicht switchig. Cooler Skin. Der da übrigens. Taking the point.
Haha, ich hab sie. Okay, da habe ich schon gar nicht mehr gerechnet. Ich dachte, die grillen mich jetzt. Sag Hallo zu meinem Hammer. Ja. Kann auch mal klappen. Was? Ist da noch ein Winston? Ah, okay. Heilung? Ah ja, ich werde geheilt. Okay. Ich wollte gerade noch gerade eine Voice raushauen. Ja, aber jetzt. Schreib's nochmal auf den Punkt bleiben. Charged. Na komm. Ist er weggehüpft? Oh, ein Winston der Enrages. Schade, schade. Aber ist mein Team da jetzt wieder vom Punkt extrem verschwunden? Zwei, drei Stück? Ich würde fast behaupten, ja. Also es liegt nicht am Setup. Unser Setup ist gut. Da waren sie alle da und wir nicht. Ja, die machen es richtig. Die bleiben schön zu sechs zusammen. Und wir lassen uns da einzeln abfrühstücken. Nochmal darauf hinweisen, dass wir uns sammeln müssen. Aber die rennen schon wieder alleine rein. Okay, Tracer hat immerhin zwei mitgenommen. Aber unsere Heilung hat es erwischt. Okay, scheint trotz alledem geklappt zu haben. Bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Ich meine, ich freue mich natürlich, aber ja, dass dann so ein Fehlverhalten bestraft wird, weil es ist halt ein Teamspiel, man muss zusammenbleiben. Ich muss mich da auch selbst an die eigene Nase greifen. Und die Leute lernen es ja nicht, wenn sie mit Fehlverhalten auch Glück haben und weiterkommen. Oh, schade. Ja, da stand ich auch verloren am Arsch. Schöner Ulti. Beigecharged? Ja, total. Ich sehe auch den ihren Winston immer nur in Rage gehen. Was ist denn mit? Wir haben keinen mehr, okay. Aber doch, haben wir. Ah, wir haben es gepackt. Schöner Ausgleich. Vs. 5. Wieso haben sie einen verloren? Ist einer gelieft? Habe ich es nicht gesehen. Oh ja. Okay, das ist natürlich bitter. Ja, da fühle ich mit denen. Schreibe ich den auch mal. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie man es ändert. Wahrscheinlich. Sonst ist es Shift-Enter. Ja, ich fühle mit euch. Ich lese mir das noch raus, wie ich den Gegner schreibe. Wenn es zu faul ist, müssen sie suchen. Es tut mir natürlich leid, also klar freut man sich auch über so einen Sieg ein bisschen, aber er ist immer bitter, bittere Pille für den Gegner und da habe ich dann doch lieber einen fairer Sieg, 5 gegen, 6 gegen 6 und nicht, dass eine gelieft ist. Vielleicht der Ausgleich, hatte ich ja gestern auch, dass einer abgehauen ist, aber naja. Dafür bin ich einfach zu fair gestrickt, als ich mich jetzt doch immer groß zu freuen. Und ich spiele zu offensiv.
Mit 9 HP. Heieiei, gibt es irgendwo Heilung? Da, ja. Ah, und ich krieg auch noch Heilung. Sehr schön. Ja, gut, mit 4 gegen 5 ist das natürlich Easy Mode. Was nicht heißt, dass wir uns dumm dran stellen, wenn ich doch noch verlieren können. Sagt er und starb. Ah, schöner Ulti. Aber wie gesagt, da kann ich mich nicht wirklich dann drüber freuen, über so einen Sieg. Die Kugel schützt ihn von meinem Ulti. Nice, also gut zu wissen. Dann spare ich mir das in Zukunft. Sein können, dass der durchgeht, weil der Boden, die Animation, ja. Nur mal geguckt, aber sie haben keinen dazu gekriegt. Das wäre doch mal was, wenn ein Lieber jetzt ein Spiel sucht. Der könnte doch da hier reingewürfelt werden. Oh nein, nein, nein. Gerade noch umgedreht. Ja, aber trotzdem, Hut ab für den Teamgeist des gegnerischen Teams. Sie könnten sich jetzt nach hinten hinstellen und Däumchen drehen. Nein, sie kämpfen weiter. Und da hat's uns beide erwischt. Nein, ist er rausge... Ah. Wäre witzig gewesen, wenn er es doch noch gepackt hätte mit seiner Fähigkeit, sich wieder zu retten. Winston und... Verdammt. Hätte ich die Mercy fast noch erwischen können. Ja. Gut, es hilft noch einer, aber der kriegt keinen Nachteil dadurch. Wie gesagt, ein Sieg, den man mitnimmt, aber naja. Ach so. Oh, wir haben ja noch eins. Stimmt, wir müssen 3 gewinnen. Ja gut, ich kann den einen verstehen, der jetzt auch noch gehilft ist, weil das ist sehr unwahrscheinlich, dass die das rumreißen. Das heißt, die werden jetzt den Sack zumachen, das geht relativ schnell. Ja, er schreibt es richtig, der Leave Cause Waste of Time ist richtig. Wir können es nicht mehr ändern und der Einzige, der hier noch einen Bonus kriegt, sind wir. Verdammt! Es war so knapp! Jemand ist hier gesprungen. Die hätte genau in mich rein. Ach. Das wäre ein Bild für die Götter gewesen. Da komme ich nicht dran. Und ich charge auch noch falsch. Ich meine, gut, wir haben den Punkt. Die kann da oben allein nichts reißen. Wenn die keiner runterknallt. Tja. Charge heute vorbei an ihr. Bei dem, bei der Gegneranzahl nicht weiter schlimm. Kann man mal so ein bisschen Fehler machen, missbauen, aber ja. Könnte ich jetzt eigentlich, und das ist gar keine blöde Idee, beim nächsten Mal sterben, den Held wechseln, weil
können wir auch rumexperimentieren. Letztens hat es noch so weit gereicht und habe ich sie? Ja. Du musst nur oft genug chargen, dann kriegt man sie auch irgendwann. Ah, verdammt, den habe ich doch so schön ins Loch gehauen. Ah, machen wir es so. Ich sag's immer wieder, wenn so einer in echt vor mir stehen will, mit so einem dicken Hammer, möchte ich auch nicht begegnen. Schade. Ja, ich mag jetzt eigentlich auch sterben. Ich würde gerne mal den Held wechseln, aber es ist schon zu spät. Lustiger Skin von Tracer. Hat sie gut gemacht. Ah, an sich wieder wechseln, natürlich. Lassen wir uns noch die Punkte anzeigen. Schade. Hat nicht mehr für die Kiste gereicht. Beim nächsten Mal dann. Ja, und wieder über 1700 Punkte. Da fühle ich mich noch zu Hause in dem Bereich. Ja, so also 1600. Ist da nicht ganz so meins. Ja, aber wie immer, zwei Spiele, eine Aufnahme. Das soll es gewesen sein. Wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Video.